Es war interessant, es war spannend, ich bin geflasht. Geflasht. Ja, ich bin echt überwältigt, weil ich habe mit so viel nicht gerechnet. Dass bei mir so viel Potenzial drinnen steckt und ich nicht dem nicht bewusst war. Konnte ich deine Unsicherheit ein bisschen vollenden oder? Ja, konntest du. War also super. Es hat mir richtig gut gefallen. Danke. Also wirklich danke dafür. Ich werde dich auch sehr gerne also weiterempfehlen, weil du machst auch auf Englisch, oder? Ja. Ja, echt super, super toll. Ich hatte auch schon andere Lesungen, also in verschiedene Richtungen, weil jeder spezialisiert sich ja ein bisschen anders, weil mich hat das schon immer interessiert, aber wirklich toll. Richtig schön. Danke, danke, danke von ganzem Herzen. War richtig schön. Im Moment habe ich eigentlich nicht so viele Fragen, aber du hast mir sehr viel Informationen gegeben. Du hast mir Dinge, die ich vielleicht schon gespürt habe, so ein bisschen wieder bestätigt oder auch ein bisschen Ordnung so in meinem Kopf geschafft, wenn ich das mal so sagen kann. Weil ich habe so das Gefühl, das hat einfach so viel, wo ich drüber nachdenke und passiert und dieses ganze Lernen und ich denke einfach nur, was ist los? Und ich habe viel hast du wieder bestätigt. Also echt schön. Vielen Dank. Das war jetzt so gut und ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Froh und glücklich, das war einfach gut. Ich war so an dem Punkt, wo ich wieder eine Perspektive mal wieder haben musste. Und jetzt Ja. ist wieder gut. Die habe ich jetzt. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Bis bald. Danke, ja, mache ich. Danke und ich werde es auch weiterempfehlen. Oh, Natürlich. wirklich? Hat es Ihnen gefallen, ja? Ja, sehr gut. Sehr gut. Also sehr umfangreich auch und sehr ins Detail. Und also ich kenne niemanden, der das so alles beschreibt. Also ich kenne keinen Astrologen oder ich habe auch noch nie Astrologen gesehen. Gibt es ja auch manchmal im Fernsehen, die auch schon vieles wissen und so. Also das ist wirklich sehr, sehr detailliert und selten so eine außergewöhnliche Beratung, ne? Boah, danke. Ja. Ja, ich gebe mir Toll. Mühe, das ist mir wichtig, ja. Ja. Ja, super. Es bringt auch ganz, also es bringt viel Klarheit rein und mehr Sicherheit, ne? Also man ist ja immer so ein bisschen vage, ist das alles so richtig, was ich mache, oder liegt das Talent vielleicht doch woanders, ne? Und das ist dann also toll, wenn man dann hört, was man alles machen kann, wo die Stärken sind und wo die Fähigkeiten sind und dass es vielleicht richtig ist, was man macht, ne? Und dass man da weitergehen kann und so. Ja, Ja. unbedingt. Ja, wow, Lisa, ich bin echt beeindruckt. Wirklich, ich konnte mich richtig gut identifizieren. Ich habe dir schon gesagt, ich beschäftige mich auch mit Astrologie, Spiritualität, ein paar Sachen. Also wirklich, ich bin begeistert von deiner Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine Mühe. Wirklich, tausend Dank. Du hast mich auch sehr glücklich gemacht. Mir war das mal wichtig, das von jemand anderem zu sehen, von jemand Neutralen, ja, den ich gar nicht kenne. Ich bin ja durch den Freundeskreis, Bekanntenkreis auch selber halt so ein bisschen mit der Astrologie die letzten Jahre mitgewachsen. Die hat mir auch viel mitgegeben, ja, für meine Zukunft. Deswegen bin ich so selbstreflektiert. Ja, also wirklich tausend Dank. So, how do you feel after this conversation? I love it because I get to see, you know, in these readings, I get to understand and see how I am perceived. Because, you know, sometimes reading our own natal chart, it's just not as juicy as someone else doing it for ourselves. So it's I loved it. I loved it. Thank you. I mean, a lot of information that I can use. You know, so much new information that I can work with. You know, you're the first person who tells me you need to work with your Mars and Uranus in this energy in this way, da 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 da, because sometimes they tell me what the quadratura, the square, but they don't tell me how to work with it. So it's and I'm just learning how. I mean, I don't know it, so it's perfect that you're teaching me. Thank you. Yeah. Yes, I think if you understand astrology deeper, because astrology is everything energy, Yeah. then we can live our life better. Absolutely. And that realization of what you were telling me about what my mom did to me and everything, I saw it recently with also the opposition of the moon and the Mercury, but you have that confirmation of like, no, at an early on she activated that energy. I was like, ah, okay, that's perfect. Thank you so much. Thank you. You're
wonderful. Thank you. Bye, my dear. Bye. Bye-bye. Bye-bye, dear.